Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Empire Unwarmed, dem Thrawn's Revenge Mod, und wir versuchen hier weiterhin Singe und die Pentastar Koalition als erstes auszulöschen und gehen auch so ein bisschen auf die Corporate Sector Authority, weil die nervig ist. Jetzt hat uns hier allerdings bei bei Abrigado Rare die Riado Autorität angegriffen und ich war sehr unvorsichtig und die haben mich besiegt. Das ist nicht gut. Lass uns hier mal die Baracken verkaufen und dafür planetaren Verteidigung. Okay, hier ist die Verteidigung wenigstens einigermaßen aufgestellt bei Insoth. Das ist ganz gut. Fondor könnte auch schlimmer aussehen, aber holen wir auf jeden Fall mal einen Turbolaser AT-AT. Aber, oh. Auch hier planetarer Schildgenerator, bitte. Sonst macht mir das sehr viel Schiss. Und Wayland, unser Infrastructure Score ist nicht der größte, deswegen hier auf Wayland definitiv trotzdem nochmal Baracken holen und Base Defenses, falls sie in der Nähe irgendwo angreifen. Und dann würde ich ganz gerne mit dieser Flotte gucken, was bei Taris los ist. Und die Flotte hier mit Drommel schicke ich wenigstens schon mal so halbwegs in die Richtung nach Dornic 319. Da sind wir nicht so weit entfernt von Abrigado Rare, dass die schon mal auf den Weg gehen. Ahizard fliegt nach Magito, weil das da auch zugesetzt ist. Und Taris hat noch. Okay, die hatten bei Sedagis 6 zwei von diesen Serenian Star Destroyern. Die waren aber auch bei Taris zwei Stück. Ich hatte gehofft, dass das die beiden von Sedagis 6 oder von Taris, dass die nach Sedagis 6 gereist sind. Mit ein bisschen Glück haben wir dann jetzt einen von denen vernichtet und hier bei Taris ist nur noch einer. Es kann aber auch sein, dass Singe hier seine Rancor Base wieder aufgebaut hat, was grauenhaft wäre. Das sieht mir, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Das ist gut. Das ist sehr gut. Es kann sein, dass die noch einen weiteren Threnan Star Destroyer in der Hinterhand haben, aber ich will hier gar nicht großartig viel machen. Ich will jetzt ein bisschen hier Sternzerstörer in Victory oder so vernichten und dann wieder abhauen. Das ist erstmal so ein kleiner Angriff, dass wir hier ein bisschen was vernichtet bekommen. Das wäre nett. Sternzerstörer, das ist das größere Ziel von denen, die ich vernichten will. Wenn der schon mal wegkommen könnte. Den können die hier auch nicht nachbauen auf Taris, genauso wie den Victory. Glaube ich zumindest mit der Pirate Base. Da bin ich mir nicht ganz zu 100% sicher, aber ich meine, okay. Dieser Supertransporter möchte fliehen, das möchte ich jetzt nicht. Deswegen versuchen wir auch nochmal eben den anderen Supertransporter da zu kriegen. Die Antriebe von dem sind weg, das ist gut. Vielleicht können wir den dann noch vernichten und dann können wir fliehen. Dann müsste der quasi so gut wie keine Begleitflotte mehr haben, außer die, die von der Piratenbasis da gespawnt werden. Und die Piratenbasis kann man theoretisch auch umfliegen und dann von der Seite aus angreifen. Das war ein guter Angriff. Das freut mich. Die haben viele Schiffe verloren, wir gar keins. So muss das aussehen. Ich frage mich so ein bisschen, ich wollte bei Sif Creek einen Probe Droid haben. Ja, der fliegt dahin, das ist sehr gut. Das ist sehr schön. Und ansonsten können wir gerade nicht großartig viel anderes machen. Nur noch 378, dann sollten wir uns erst um Sif Creek kümmern. Wobei, nein, wir sollten erst einmal bei Taris die Raumstation vernichten. Und uns dann um Sif Creek kümmern. Damit wir dann hier Merkur und Wayland definitiv sicher haben. Ahizard braucht noch ein kleines bisschen. Und ich hoffe einfach, dass wir langsam aber sicher mit unserem Infrastructure Score in der nächsten Dingsbums wieder ein bisschen höher sind. Merkur ist ein Problem. Oh, das ist ebenfalls ein Problem da bei Datomir. Aber da können wir vielleicht die Einheiten von Merkur hinholen. Die dürften da so einen Victory-Sternzerstörer, so einen dahergelaufenen, durchaus hinkriegen. Oh Gott, jetzt wird sie wieder wer. Nein. Welches? Oh, Sedagis ist verloren. Naja, das ist egal. Auf nach Magito, dass da alles sicher bleibt. Und dann müssen wir da oben, was ist das? Angst Minor und den anderen Planeten von der Pentastar-Koalition möchte ich eigentlich ganz gerne auch einnehmen. Also wir haben viele Planeten, die wir einnehmen müssen. Nur unser Infrastructure-Score will
schlicht und ergreifend nicht. Oh mein Gott, die wollen mich daran hindern zu fliehen. Nein, ich habe Angst. Zurück zur Galaxiskarte. Es ist Angst Minor. Da können wir wenigstens dem Ganzen nochmal einen Besuch abstatten gehen. Dafür sorgen, dass da nichts passiert. Wobei, Isard ist jetzt gerade hier, dann können wir hier auch mit 10%... Oh mein Gott, ich meine, das wäre nicht viel gewesen, das hätten wir abwehren können. Aber ja, ich möchte nicht, dass meine Schiffe vernichtet werden. Ich möchte nicht, dass die irgendwie fliehen können. Einfach vernichten. Die Frage ist, ob noch mehr Einheiten kommen. Aber das war mal richtig gutes Timing. Manches Mal muss es auch einfach gut laufen, ne? Und Maigito kann dann hier unser hoffentlich bleiben. Beginnen wir. Das ist natürlich nervig. Warte, wo ist Aizal? Ah, die ist in den... Oh Gott, ich dachte schon, was ist mit Isard passiert? Aber nein. Oh, da hätte ich jetzt Schiss. Runter mit euch. Ihr beiden dürft hier lang. Ihr, wie auch immer ihr da für Typen ihr seid, du darfst hier lang, du darfst hier lang, du darfst hier lang. Die scheinen ja nicht daran interessiert zu sein, in die Richtung zu fliehen. Das sind meine Jäger. Greift die an. Der erste Schrott, der zweite, der dritte und der vierte. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zurück zur Galaxiskarte. Und dann sollten wir einmal rüber nach Angst Minor vermutlich. Ja, wir sind wieder bei Taris, aber da kann Sinch nicht viel haben. Und da will ich jetzt gucken, dass zumindest die Raumstation vernichtet wird. Dass wir Sinch definitiv hier klein halten und dafür sorgen, dass der hinterher nur noch drei Planeten hat. Das wäre sehr, sehr schön. Und wir sollten mal gucken, dass wir ab Ricardo Rail, was wir da ja gerade verloren haben, dass wir da auf jeden Fall schauen, dass wir mal einen Probe Droid dahin schicken. Wo kommt der jetzt her? Das ist doch mies. Ah, naja. Ja, die schießen jetzt auf den, aber das hat nicht getroffen. Oh, das war mein Tee. Wunderbar. Da musste ich kurz eine kleine Teesauerei wegmachen. Das ist das... Zum Glück ist er nicht ganz umgekippt, sondern nur ein bisschen ausgeschüttet gewesen. Aber das ist das zweite Mal. Heute Morgen habe ich mir schon einen Tee komplett in der Küche umgekippt. Und musste mir den dann komplett neu machen. Das hat mich extrem genervt. Aber naja, wir schaffen hoffentlich hier auch noch die Golan 3. Das wäre sehr, sehr nett, wenn hier einfach gar keine Raumstationen mehr wären. Wo auch immer er jetzt hinfliegt. Du darfst fliehen, wir haben nicht mehr so viele von euch. Hyper Velocity Gun feiert, soll sie machen. Komm schon, die Golan 3 schaffst du noch. Mach die Trade Station, dann die Golan 3. Und ich glaube, damit wäre dann die Golan 2 in der nächsten Schlacht auch vernichtet. Also ganz sicher bin ich mir nicht. Oh, komm schon, das will ich jetzt noch weg haben. Aber nicht zu viel Schaden nehmen, bitte. Oh nein, schade. Das sind dann wohl 2400 Credits, die wir investieren müssen. Für den nächsten Zyklus. Aber der nächste Zyklus ist zum Glück nicht so weit entfernt. Weil mit dieser Flotte will ich ja theoretisch auch auf Sifcrack gehen. Ah, wobei die da die Ionenkanone haben, das ist echt nervig. Ich habe momentan nicht so viel Knete, um, ihr vier dürft auf jeden Fall hier hinkommen. Ich habe momentan nicht so viel Knete, um mir wirklich eine große Sternzerstörerflotte zuzulegen. Aber die Ionenkanone wird da meinen Supersternzerstörer gut zusetzen und gut ausschalten. Das heißt, wir müssen hier definitiv als allererstes mit dem Sternzerstörer rein, damit die Ionenkanone dann erstmal nur den Sternzerstörer angreift. Und dann haben wir ein kurzes Zeitfenster. Die werden wahrscheinlich einfach fliehen. Wenn sie nicht fliehen, sind sie dumm. Aber gut. Die Greater Mildruge, ja, scheint nicht die Schlauste zu sein. Naja, sie haben es erkannt.
dass das vielleicht doch etwas smarter ist, hier fliehen zu müssen. Zurück zur Galaxiskarte. Silag ist nicht mehr unser. Oh, Sinch hat sich schon wieder Silagis geschnappt. Das ist echt... Okay, wir brauchen mehr Probe Droids. Wir brauchen auf jeden Fall hier einen Phytaris. Wenn wir denn hier das dürfen, danke. Und hier drüben brauchen wir irgendwo einen für Abrigado Rare. Einmal kurz pausieren. Bei Enzoth sind sie jetzt auch. Ist das nervig. Aber hier holen wir einen Probe Droid. Wie groß ist es hier? Keine große Flotte. Das sollten wir schaffen. Oh mein Gott, und Isaac ist quasi direkt daneben. Wir haben zwei Flugeinheiten. Ich habe keine Lust, das schon wieder zu verlieren. Haben wir dadurch wieder gekriegt. Reicht das aus, um die zu besiegen? Die können nicht bombardieren. Klar, der UTAA ist nervig, aber ansonsten sollten wir hier eigentlich alles hinkriegen. Ein so ein Fliegeding. 1500 Credits reichen aber wahrscheinlich nicht. Haben wir noch irgendwo, wo wir ganz viel gerade bauen? Hier nicht. Hier bei Datumir reißen wir das nochmal ab. Okay, da müssen wir jetzt Entrala verteidigen, aber das sollte machbar sein, denke ich. Ja, hier haben wir definitiv noch zu wenig Gebäude und zu wenig Einheiten, leider. Hier oben. Das ist alles nicht, hat alles nicht so viel Hand und Fuß, aber die Möglichkeiten, die uns gerade bei den anderen Planeten, zu denen wir vorrücken können, gegeben sind, diese Möglichkeiten werden sich bald irgendwann schließen. Deswegen habe ich ein bisschen Schiss vor. Du hier lang, du hier runter, du definitiv hier lang. Wir machen eine Repair Station hin und du läufst hier hinten bitte. Bitte. Hier lang. Oh nein, da ist schon direkt eine UTAA. Das ist nicht gut. Immerhin haben wir ein paar Schüsse abgeben können. Die nächste Repair Station bitte hierhin. Die UTAAs müssen auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise vernichtet werden, sonst haben wir hier keine Chance. Hier kommt hier lang. Hier machen wir einen Antifahrzeugturm hin. Und wenn ihr nur ein bisschen Schaden an den UTAAs macht. Aber ansonsten haben wir wirklich absolut keine Chance. Da reichen zwei Flugeinheiten leider. Oh mein Gott, das wäre super. Wenn wir damit jetzt die UTAA hier vernichten könnten. Ja. Wenigstens die eine. Yes, das ist richtig gut. Ihr kommt hier runter. Hier noch ein Antifahrzeugturm. Meine Güte, was mit meiner Stimme. Was kriegen wir hier? Ein Jailspeeder. Nice. Das nehme ich sehr gerne. Oh, die Inquisitoren sind nicht gut. Antifahrzeugturm. Ich hoffe, der wird noch fertig. Hier noch ein Antifahrzeugturm. Und das müsste jetzt aber machbar sein, hier die zu vernichten. Antifahrzeugturm hierhin. Du darfst auf die Dinger hier gehen. Ja, wobei wir jetzt unsere eigenen Jetpack-Truppen... Das ist hier drüben, das geht auch noch, klar. Ist der Jailspeeder da? Oh, der Jailspeeder ist da, perfekt. Der ist richtig gut gegen Infanterieeinheiten. Den müssten wir auch kriegen. Die andere UTAA macht mir noch so ein bisschen Sorge, dass die noch irgendwie rumlungert. Wir haben einen neuen hiervon. Ihr dürft alle hier drauf. Ja, da werden wir jetzt 300 Credits verlieren, aber der ist gerade beschäftigt, von daher... Das nehme ich, wenn er beschäftigt ist. Was ist hier drin? Da ist die andere UTAA. Ist natürlich... Ja, kommt. Wir wissen gerade, wo sie ist. Deswegen müssen wir jetzt einfach versuchen, das hinzukriegen damit. Du kommst hier hin und legst eine Mine. Ob das so viel bringt, weiß ich nicht. Aber besser als nix. Komm, solange die keine... Die Flugraketen auf dich schießen. Yeah! Jawohl! Das ist gut. Nehmen wir hier die Inquestor. Die dürfen das auf gar keinen Fall einnehmen. Oh mein Gott. Wir gehen hier auf den Jailspeeder. Ja, das gewinnen wir. Und das auch ohne Verluste, glaube ich.
jetzt da die UTAA weg sind, ist das Einzige, was noch wirklich schwierig ist, ist dieser Turm. Dieser Turbolaser-Turm, der Jailspeeder wird gleich vernichtet. Das ist mir aber ziemlich schnuppe. Und sie fliehen. Versuchen wir noch über 50%. Oh, da wären noch mehr UTAAs gewesen. Das ist interessant. Damit hätten sie mir meine Flugeinheiten aber durchaus weghauen können, weil ich nicht drauf vorbereitet war. Aber gut. Wir haben es geschafft. Angs Minor. Oh, ja, da ist wahrscheinlich die Flotte von Zifkrik hin. Und die haben immer noch die Ionenkanone, ne? Oh, ist das nervig. Da müssen wir durchbrechen, um nach Generis zu kommen. Das meine ich. Jetzt, wenn ich einen guten Infrastructure Score gehabt hätte, hätte ich Angs Minor einfach eingenommen und die hätten hier keine Chance mehr gehabt, den Planeten gut zu kriegen. Aber so ist das echt nervig. Da werden wir einfach fliehen. Komm, beginnen wir. Und fliehen. Das kann man besiegen, aber die Ionenkanone ist gegen meine Strategie mit den Supersternzerstörern echt ein Problem. Zum Glück hat die, glaube ich nur die Neue Republik und die Corporate Sector Authority die Ionenkanone. Und dann. Wir müssen langsam anfangen, Raids. Oh nein. Die haben hier einen Interdiktor. Ich wollte gerade sagen, wir müssen langsam anfangen, Raids auf Zifkrik zu fliegen. Aber ich will Zifkrik wirklich weghaben. Deswegen schauen wir, ob wir es hinkriegen. Die andere Frage wäre, Agamar versuchen zu nehmen. Ihr habt mir im Stream gesagt, dass Immobilizer-Kreuzer definitiv auch von so planetaren Kanonen angegriffen werden. Bei einer Hypervelocity-Gun wäre Immobilizer Schrott. Es ist aber ja eine Ionenkanone, deswegen könnten wir mal gucken, ob wir hier das ganz gut einsetzen können gegen Zifkrik. Beginnen wir die Schlacht. Und holen den Immobilizer rein. Ja, das ist jetzt blöd. Your command, sir. We're on the move, maneuvering. Das ist nicht gut. Oh, danke schön. Die Frage ist, kriegen wir diesen CC-7700 noch? Oder vernichten wir? Ich meine, das ist ein Supersternzerstörer, den wir nachbauen können. Ich fliege jetzt hier voll in die Bresche. Okay, ich bin dumm. Ich bin einfach dumm. Wir verlieren diesen Supersternzerstörer. Nimm dir diesen CC-7700, bitte. Oh nein, warum bin ich so dumm? Oh, damit wird es extrem viel schwieriger, die nächsten Schritte hier zu machen, weil wir jetzt hier keinen Supersternzerstörer haben und ich habe auch kein Geld, um mir Supersternzerstörer leisten zu können. Kannst du jetzt bitte deine Waffensysteme auf diesen CC-7700 Detainer richten? Wieso zur Hölle? Wir können nicht fliehen, bis der weg ist. Dann versuche hier zu vernichten. Zum Glück sind die nicht so super gut da drin, mich hier meine Hardpoints wegzukriegen. Kannst du auf den gehen, bitte? Yes! Okay, wir verlieren ihn nicht. Meine Güte. Oh mein Gott, abhauen. Oh, das wird Zyklen über Zyklen dauern. Und ich würde hier gerne Zifkrik und Taris vernichten, wirklich. Oh, aber immerhin ist er nicht verreckt. Das würde noch viel, viel länger dauern. Im nächsten Zyklus wäre der geheilt gewesen. Ist das nervig. Wie viel hat er jetzt? 61%. Ja, da brauchen wir bestimmt 5 Zyklen oder so für. Schwierig. Machen wir echt mal nach Mandalore. Und gucken mal, wie unser Infrastructure Score jetzt gleich aussieht. Bist du hier bei Dornik 319 angekommen? Bist du noch nicht? Okay. Können wir mit Izard überhaupt irgendwas anderes hier... Wo ist Izard? Ist von Angs Minor... Ach, da nach Munilinst.
Können da Entrala befreien, aber ansonsten können wir mit Isard, glaube ich, nicht so super viel hier anrichten. Wir sollten mit ihr hier bei Teptixi die anderen Truppen zusammenlegen. Das ist jetzt mittlerweile eine 1000 auf. Maigito ist ja frech. So, wie viele Einheiten sind das? Das Auto-Resolve ich jetzt. Wenn ich dabei irgendwas verliere, wäre ich sauer. Und dann auf nach Maigito. Dass wir das da auch kriegen. Okay, der Infrastructure Score ist jetzt bei 24. Das ist gut. Angst Minor schaffen wir jetzt nicht. Wir können aber bei Linade 3 mal einfach Lucky Lucky machen. Das Problem ist, da brauchen wir dann noch mehr Bodeneinheiten bei. Da zu mir fehlen halt auch Einheiten, ist das Problem. Bei Mandalore, okay. Dann holen wir uns noch einen Turbolaser AT-AT, warum denn nicht? Und hier bei Datumir auch nochmal, dass man da auch noch was bauen kann. Bei Axilla darf Base Defense nicht fehlen. Und hier oben hatte ich irgendwas abgebrochen, ne? Auch wenn wir jetzt gerade nicht den Buff von Isard bekommen, holen wir uns die ganzen Sachen, dass der Infrastructure Score definitiv hochgeht. Wir könnten uns halt jetzt versuchen, Celanon zu holen. Ja, dann brauchen wir keine Einheiten mit Datumir mehr. Ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir uns Celanon holen. Und dann entweder Ferry Junction oder Linade 3. Ich muss nur dran denken, dass ich den Supersternzerstörer da nicht einsetzen darf. Und dann muss ich die Einheiten hier von Axilla mitnehmen. Und schicke die Einheiten von Datumir nach Axilla, damit Axilla ein bisschen gesichert ist. Und dann schauen wir, wie es weiterläuft. Aber erstmal jetzt hier bei Maigito gucken, dass die da den Planeten nicht einnehmen. Uff, 50.000 verschiedene Fronten hier. Aber naja, das ist nun mal so, wenn man Cruel AI anmacht. Dann wird einem das Leben halt schwer gemacht. Vernichten wir den, geh auf die Engines. Da auf die Engines. Die Frage ist halt, ich habe hier so viele... Oh, die Engines vernichten, danke. Ich habe hier so viele Helden und auch Sternzerstörer-Helden. Ob wir davon nicht zwei oder so in die andere Flotte placken, um dabei Sif Crick ein bisschen mehr hinzukriegen. Ich glaube auch, das mache ich. Vor allem, wir kriegen jetzt hier auch nochmal einen Victory-Sternzerstörer dazu. Vielleicht den Prantiok. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Der ist immerhin Command Tier 4. Und Doretta ist Command Tier 3. Warum denn nicht? Oh. Das ist schade. Ich dachte, wir könnten Celanon nehmen. Hätten wir nehmen sollen, als wir die Möglichkeit dazu hatten. Damit ist Datumir nicht sicher. Damit geht mein Plan nicht auf. Nicht gut. Nicht gut. Beginnen wir. Ja, ich dachte, ich könnte hier mit meinem Helden einfach eben sein. Nein, kann ich nicht. Schade, Celanon schnappen wir uns wohl mal nicht ebenso. Dann versuchen wir vielleicht mal bei Ferry Junction unser Glück. Die Einheiten kommen auf jeden Fall erstmal nach Axilla runter. Oder... Wir belassen es erstmal hier oben dabei, auch wenn ich echt Schiss habe, dass dann hier Einheiten kommen. Dann kümmern wir uns um die Sachen hier, wobei ist auch mit Isard gerade nicht viel zu tun. Deswegen ihr fliegt mal hier Richtung Collar 4. Du darfst auf jeden Fall hier mit in die Flotte kommen, da haben wir nicht mehr viele, ne? Drei Stück. Und jetzt ist... Oh, bei Enzoth sind sie wieder weg. Ich muss jetzt einfach mal schauen. Haben wir hier unseren Prop-Droid, den ich bauen wollte, irgendwo? Zakaria? Nö. Odic 2? Na, meine Güte, dauert das lange, den Prop-Droid hier zu bauen. Aber egal, Rare hätte ich halt einfach ganz gerne wieder. Ist so das Problem. Ja, wenn es jetzt mal aufhören würde zu laggen, könnten wir uns bei Abrigado Rare einmal umschauen. Vielleicht war es auch vollkommene Verschwendung, Drummel hier hinzuholen.
Wenn das so ist, dann hätte ich ihn wahrscheinlich lieber auf Sif Creek schicken sollen. Oh mein Gott, warum dauert das denn so lange hier? Wenn euch das Ganze hier gefällt, kann ich die Zeit hier mal nutzen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Hilft mir sehr weiter. So, 87%, 88. Das ist schon mal gut. Das ist schön, dass ein AT-AT ready ist. So oder so, egal, ob ich jetzt da angreife oder nicht, können AT-ATs da einfach nicht schaden. Das Datum hier ein bisschen besser gedingst ist, aufgestellt ist. Komm, Odic 2 bitte. Nach Abrigado Rae. Und dann holen wir Drommel nach N'Zoth schon mal. Und dann werden wir schauen, was passiert. Wir haben noch 11.000 Credits. Mit den 11.000 Credits muss man wahrscheinlich auch andere Sachen machen, aber ich hole mal einen Sternzerstörer. Sternzerstörer werden jetzt von unschätzbarem Wert. Sternzerstörer und Victories. So, schenken wir den nach Abrigado Rae. Oh mein Gott, die haben schon eine Raumstation. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Einmal nachschauen. Es war unnütz, Drummel hier hinzuholen. Wir müssen bei Zakoria Verteidigungsanlagen aufbauen. Okay. Drummel nach Corsin holen, bitte. Flotte ist nur noch 313 groß. Das wäre so schön, wenn wir das nehmen könnten. Du gehst nach Taris gucken. Ich will wissen, was da los ist. Wie viel Prozent hatte der Supersternzerstörer jetzt? 71. Das heißt, der hat 10% geheilt. Drei Zyklen brauchen wir also noch, um eine Heilung reinzubringen. Die wollen nach Corsin, immerhin. Es ist dann wohl die Pentastar-Koalition, die Einheiten schickt. Die Einheiten müssen hier auf den Boden kommen. Und wenn ich hier überall bei Axilla. Schon wieder? Ist das euer verdammter Ernst? Immerhin keine Inquestor-Truppen. Ist jetzt das zweite Mal, dass ich hier bei Entralla verteidige. Nervig. Einfach nervig. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl bei Sif, Krik und Taris gerade, muss ich sagen. Ich glaube, die beiden Planeten könnten wir kriegen, wodurch wirklich Wayland und Mercury dann sicher wären. Das wäre ganz cool. Könnten wir da nochmal ein bisschen was reißen. Ihr kommt jetzt alle hier lang. Ihr kommt hier hin. Wir haben jetzt zum Glück hier wenigstens zwei Repair Stations. Ihr macht mal hier ein bisschen hinne. Da war sogar ein Antifahrzeugturm, das ist nett. Und du kannst hier lang kommen. Das war beim letzten Mal sehr hilfreich. Mal gucken. Das werden Infanterieeinheiten. Oh, nicht gut. Dass die die UTAAs schon wieder direkt hier haben. Entschuldigt den Huster. Und da kommt leider auch noch mehr. Ihr könnt schon mal hier drauf gehen. Mit dem will ich eigentlich die UTAA kriegen. Fahrt weiter. Immerhin eine Mine abgesetzt. Wo ist der? Irgendwo da oben. Soll er machen? Okay. Die UTAAs fliegen leider mit. Müssen wir schauen. Komm schon, kann ich da jetzt mal bitte was holen? Danke. Einer von euch darf dann hier runtergehen. Die UTAA kommt alleine. Das ist nice. Das ist sehr gut. Antifahrzeugturm hier hin. Auf die UTAA. Einfach auf die UTAA. Hört auf irgendwas anderes zu schießen. Schießt auf die UTAA. Ihr müsst abhauen, sonst seid ihr tot. Volle Feuerkraft auf die UTAA. Oh nein. Oh mein Gott, das war knapp. Jetzt sind die Infanterieeinheiten natürlich sehr mies, weil da kann der relativ wenig gegen tun. Wobei der überlebt das sogar noch relativ gut. Das ist nett. Das Problem ist, hier unten müssen wir auf jeden Fall auch mit drauf gucken. Was greift uns denn da an? Okay. Sturmkommandos. Immerhin ist die UTAA da unten. Da kann sie mir hier oben keinen reinwürgen. Und ihr könnt mal gucken, ob ihr die UTAA da unten irgendwo vernichten könnt. Immerhin, das haben wir dann auch. Ihr könnt hier helfen. Die
hier aus. Diese Sturmkommandos sind echt nervig. Aber immerhin hier... Jawohl, jetzt sind sie immerhin auch in Richtung Abwehrturm gekommen. Das ist gut. Da ist die eine UTAA zumindest. Das ist nett, wenn wir die jetzt hier kriegen könnten. Geht mit auf die UTAA. Noch hat sie meine Flugeinheit nicht ange... Oh mein Gott. Zu dumm. Aber das heißt auch, die haben zwei UTAA-Kompanien hier. Also mindestens zwei UTAAs müssten hier auch noch dann irgendwann mal kommen. Oh, die hat meine Witterung aufgenommen. Und jetzt dürft ihr abhauen. Ihr habt schon zu wenig Leben. Da werden wir den Bunker verlieren. Aber wenn es so ist, ist es so. Wir haben uns dann trotzdem hier gut gewehrt. Und so viele Einheiten haben sie auch nicht, als dass sie da jetzt den Reinforcement Point... Kann der sich heilen? Oder können die Sturmkommandos heilen? Ah, das ist nervig. Da werden sie dann neue Einheiten kriegen. Aber gut. Greift da bitte an. Zwei Einheiten. Ihr dürft hier auch angreifen. Ah, die werden da in meinem Rücken auftauchen. Aber dafür haben wir jetzt hier mal eben kurz alleine Zeit. Oh Mann, da wollte ich einen Anti-Fahrzeugturm hinholen. Entweder ich habe es vergessen oder der ist schon vernichtet worden. ATDPs hier vernichten. Abhauen? Was kommt hier? Oh Mann, da kommt die UTAA. Die ist voll geheilt. Keine Ahnung, ob die sich doch selber heilen kann oder ob der... Kann der irgendwie heilen? Nee. Habe ich noch irgendwo Einheiten? Ich habe den hier noch. Könnte besser aussehen. Geh's bitte auf die UTAA, wobei wenn die gleich beide repariert sind, könnten wir gucken, dass die auch auf die UTAA gehen. Du haust ab. Nein, 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 UTAA. Danke, das ist der, das, meine größte Nemesis hier. Ihr habt lange überlebt, das ist gut. Du reparierst dich da drüben, ich repariere mich hier oben. Und dann... die ATDPs sind da unter Beschuss vom Antifahrzeugturm. Das ist sehr gut. Das kann uns gut unterstützen. Noch ein ATDP. Abhauen. Die UTAA da drüben. Das ist... Aber so viele Einheiten haben die nicht mehr. Deswegen bin ich hier so ein bisschen perplex, dass die noch nicht geflohen sind. Aber scheinbar... das haben sie vernichtet. Ja, sollen sie einen Reinforcement Point kriegen, wenn die keine Einheiten haben, die die da reinholen können. Bringt denen das rein null. Rein gar nicht. Bringt denen das dann. Ja, wenn die vernichten, ist das nicht schlimm. Mein Dingsbums da drüben und sie fliehen. Perfekt. Immerhin. Keine Einheiten verloren, die haben eine Menge verloren. Könnte schlechter laufen. Okay, mit einem Blick auf die Uhr würde ich aber sagen, war's das für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.